traditioneller Protest in Berlin. Rund 5000 Anhänger der linken Szene nehmen an der revolutionären 1. Mai-Demonstration teil. Größtenteils verläuft die Demonstration im Stadtteil Friedrichshain ruhig. Am Abend werden vereinzelt Flaschen in Richtung Polizei geworfen. Mehrere Demonstranten werden abgeführt. Anders als in den vergangenen Jahren führte die Demonstration in diesem Jahr nicht durch Kreuzberg, sondern durch den angrenzenden Stadtteil Friedrichshain. Die Demonstranten zogen auch durch die Rigaer Straße, in der es regelmäßig Ausschreitungen zwischen Polizei und Linken gibt. Offiziell angemeldet war die Demonstration nicht, es gab aber informelle Aufrufe der Szene im Internet. Die Proteste verliefen in der Vergangenheit immer wieder gewaltsam, in den vergangenen Jahren blieb es jedoch relativ ruhig.